Wir fahren also hier mit unserem Traktor durch die Kaltenhöfer Straße. Wir fahren über den Bahnübergang und da sieht man bereits die Grünflächen, nämlich im Bereich Mönchkamp und Kurpark mit dem Kurparksee. Wir fahren weiter die Galbestraße hinauf bis zur Kreuzung Eutiner Ring, also zur berühmten L309, biegen dort rechts ab. Und auch hier sieht man auf der Strecke stadtauswärts, wie die Straße am Kurgebiet an den Reha-Kliniken entlangläuft und schließlich auf der linken und rechten Seite durch den Riesebusch führt. Hierbei entstehen genau drei Lärmkorridore, nämlich einmal über die A1, die Autobahn, zweitens durch die Bahntrasse und drittens durch die L309, wie man hier sehr schön sehen kann. Ja, das ist hier die L309, die Schwartauer Landstraße, von Lübeck kommend, abgefahren, Lübeck Zentrum von der Autobahn infolge der Sperrung und nun schleicht man Richtung Bad Schwartau. So, hier fahren wir nun im Bereich Tremskamp und wir nähern uns dem Abzweiger zur Autobahn und wir stehen wieder. Jetzt langsam weiter in die Innenstadt. So, wir sind jetzt hier unter der Autobahn, über der aktuell gerade die Fahrbahnfläche erneuert wird. Wir sehen den Gegenverkehr, der sich hier mächtig aufstaut in Richtung Tremskamp aus Bad Schwartau kommend.